Diese Bilder markieren das Ende eines fast 100 Jahre alten maritimen Mysteriums. Überreste der USS Conestoga, entdeckt rund 50 Kilometer westlich von San Francisco im Pazifischen Ozean. Am 25. März 1921 war der Schlepper der US Navy auf dem Weg nach amerikanisch Samoa verschwunden. Eine groß angelegte Suche im Anschluss blieb erfolglos. Ein historisches Bild zeigt die Conestoga, die mit 56 Mann Besatzung ausgelaufen war. Die National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, war im Jahr 2009 auf ein bis dahin unbekanntes Wrack aufmerksam geworden. Im Herbst 2015 wurde es schließlich als das der Conestoga identifiziert. Es liegt in knapp 60 Metern Tiefe nahe der Farallon Islands. Die NOAA und die Navy haben jetzt offiziell den Fund bestätigt. Nach Ansicht der Forscher sank die USS Conestoga auf der Suche nach einer geschützten Bucht der kleinen Inselgruppe. Der Lastkahn, den das Schiff im Schlepp hatte, war bei hohem Seegang und schwerem Wetter schon verloren gegangen. Menschliche Überreste der Besatzung haben die Taucher noch nicht gefunden.